mal wieder vor die Kamera, genau, für mein Video. Und ich möchte euch sagen, heute bin ich also zum ersten Mal mit dabei, Love 2 Stem. Und zwar die Claudia und die Nicole machen das, genau. Und ich habe mal gefragt, ob ich mitmachen darf, genau. Das heißt, wir inspirieren euch natürlich mit Ideen. Darum geht es ja dabei, mit Stamping-Up-Produkten, genau. Und wir haben uns ausgesucht. Und zwar Weihnachten im Wald, genau. Das ist das Stempelset. Und dazu gibt es ja diese schöne Stanze dazu. Also mit diesen beiden Produkten werden wir euch inspirieren. Und ja, hab gedacht, ich mache auch ein Video dazu. Eine Verpackung für euch, die ihr dann natürlich gerne nachbasteln dürft. Okay. Freue mich natürlich, wenn ihr etwas nachbastelt, dass ihr dann auch einen kurzen Link zu mir rübergibt oder so. Also bin da jetzt gar nicht unbedingt so dramatisch. Ich schaue ja auch immer wieder mal woanders. Genau, und ja, wir sehen uns dann gleich am Arbeitsplatz. Hallo, da bin ich wieder. Ja, klingt für euch ein bisschen komisch vielleicht, aber nachdem ich mein Video am Anfang abgedreht habe, natürlich, wo ihr mein Gesicht gesehen habt, bis jetzt sind über 2 Stunden vergangen. Das ist erstaunlich, ja genau. Mit meinem Mann einen Corona-Schnelltest gemacht, weil er sich ihr Erkältung hat und so weiter, aber negativ ausgefallen. Genau, wohl einfach eine klassische Erkältung, wie das auch im Sommer passieren kann. Ah, aber nun zu unserem Produkt Weihnachten im Wald. Genau, das zählt dazu. Und ich habe, wie wir ja sehen könnt, schon bei dem Papier, habt ihr vielleicht auch schon entdeckt, wunderschönes Designerpapier, weihnachtliche Prints, die ihr euch ja schenken lassen. Es sind eine Celebration mit drin. Ja. Da sind sie aufgeführt, genau. Also ab 60 Euro gibt es das dann als Geschenk. Und da sind auch diese Dreiecke mit drin, die ich auch eingebaut habe. Zwar nicht die Größe und so weiter, aber etwas kleinere. Da habe ich eine Verpackung gemacht. Die Verpackung werden wir dann gleich auch fertigen. Genau, zeige ich euch. Meine Maße macht sie etwas höher als die jetzt hier. Muss ich mal gucken. Ei könnte schon in dem Maß sein, was ich machen wollte. Ja, genau. Genau, ich hatte erst 7x7, jetzt habe ich bei der 7x9 war die Variante, das so zu fertigen. Genau. Und habe dann die Dreiecke. Auf der einen Seite habe ich gestempelt und bei den anderen habe ich, da ist auch nochmal, das ist ja aus dem Designerpapier da. Seitlich sieht man ja die fertigen mit dem Karo. Also wunderschön. Und was mir auch, habe ich auch schon erwähnt, die Glocke, die ist dann auch immer wieder mal vorhanden. Also einfach ein wunderschönes Weihnachtsset. In dem Fall nicht mit Glutrot, sondern sie haben diesmal Chili genommen. Da steht zwar auch Glutrot, das ist eine Mischung aus beiden. Aber auch hell und dunkel dann dazu. Was dazu? Auch, da sind ja dann auch noch so hübsche Ideen drin. Auf der Seite 26 gibt es da schon, was mir sehr gut gefällt, ist diese Karte auch in grün gehalten. Und wenn ihr euch wundert, was das ist, und zwar aus dem Hauptkatalog dieses Gitter. Da kann man vielleicht noch ein bisschen mit Gold darauf arbeiten. Wirkt zumindest so. Auf jeden Fall ist es dieses Gitter. Ich habe da selber erstmal zu müssen. Was ist das denn jetzt genau? Ja, wenn wir dann mal starten. Karte gleich vorbereitet, bevor wir dann zur Verpackung gehen. Karte geht ja meistens etwas schneller. Die werden wir jetzt nicht so machen, aber wie gesagt, da ist das Design am Papier gemacht und diese kleinen Glitzerchen, die gibt es auch. Die hatten wir aber allerdings auch schon im letzten Jahr. Zauberhafte Schmucksteine habe ich da genommen. Eher die transparenten mit dem goldbunten Glitzer drin. Habe ich da so auf die Hände drauf gesetzt. Und
Genauso. Ja. Habe ich hier noch so einen Rest davon. Zauberhafte Flocken, die sind wunderschön. Die kann man echt toll einsetzen. Dann unser Weihnachtsband. So. Das habe ich hier verwendet bei der Karte. In Chili und Gold ist es kombiniert. Ist sehr schön. Mhm. Gucken wir, ob wir das überhaupt noch brauchen. Aber für diese Karte habe ich dies einfach da drunter gesetzt. Dann das Reh habe ich auf Espresso gesetzt, und zwar embossed, genau, mit weißem Pulver, und den Hasen danach einfach nur daneben gestempelt und ausgeschnitten. Genau, da ist da ja auch nochmal, und das Reh könnt ihr natürlich wieder ausstanzen. Okay. Jetzt mal zu einem anderen Kärtchen. Habe ich schon vorbereitet. Machen wir mal ein bisschen Platz. So, den A4-Bogen halbiert. Das ist ja dann 10,5 und zur Hälfte gefalzt. Ganz klassisch, wie man das immer wieder macht. Dann habe ich einmal diesen roten Streifen geschnitten. Gebe ich euch das Maß noch durch. Der ist 5 cm mal 14,3. Einmal. Dann die Bäume. Rückseite sind schon die Punkte, aber wir nehmen die Bäume. Das war jetzt 6 cm und 14,3. Habt ihr schon mal so ein bisschen einen Kleber drauf gemacht? Abreißklebeband. Und das machen wir uns direkt fertig. Ja, das schön ist, dass hier da so die Linien da sind. Das macht das Ganze einfacher. Genau. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Millimeter das jetzt sind. 8 müssten das sein. Weil es hat jetzt ein fertiges Maß von 10,1 mal 14,3. Das hat man ja. So, dazu dachte ich mir, das rote Band, das passt ja nicht so toll. Da habe ich aus dem Hauptkatalog dieses goldene Band genommen. Von der Seite 139. Geschenkband. Schöne Kunst in Gold. Das ist sehr hübsch. Das nehmen wir jetzt da drauf und kleben uns das auf. So, in dem Bereich. Dann haben wir das Abreißklebeband. Also ich würde euch nicht empfehlen, da mit Dings zu arbeiten. Dieser Kleber, der Flüssigkleber, kommt dann doch ein bisschen da durch das Band, und dann klebt er mit den Fingern an dem Band fest. Also ich mache das dann meistens so. Jetzt bin ich sehr bestückt mit langen Fingernägeln. Da müsst ihr euch sonst eine Pinzette nehmen. Und dann setzen wir uns den Streifen da drauf. Ja. Klebe das Ganze um. Und klebe da auch noch so ein Stück dahin, was unten drunter fest ist. Man könnte das Ganze auch ganz locker lassen, das Band. Also das so ein bisschen abhebt, aber das entscheidet ihr ja selber. Jetzt ist es mal ganz fest bei mir. Tja. Ja. Okay. Und dann werden wir uns die Minis nehmen und das Ganze fest auf die Karte kleben. Ich mache nur in den Ecken, weil in der Mitte
werde ich ja noch die anderen Sachen aufkleben. Da wollte ich dann auch die Minis nehmen. Und deswegen nur außen. Wenn es zu viel übereinander ist, dann geht es nachher nicht mehr durch die Post teilnehmen. An meinem Turn. Ja. So, da ist so ein bisschen so ein Glitzereffekt drin. Der kommt jetzt da drauf. Den großen. Und natürlich auch einen kleinen nehmen. Habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal den großen. Der passt genau da drauf. Und ich trifft. So, habe dazu schon ein vorbereitet. Oh. Und mein Ude Fröhliche steht da drauf, wenn wir das stempeln. Und da setze ich mir jetzt auch noch da drauf. An dem Po. Ach, mal eben gucken. Ich habe ja noch etwas vorbereitet. Das habe ich jetzt auch so passend zu dem Schli gemacht. Da unten ist es ja eher gut rot, aber trotz allem wollte ich die so nehmen und wir machen uns den dann da oben hin. Also dieses Papier könnt ihr dann wunderschön miteinander kombinieren. Immer wieder neu. Da sieht die Karte völlig anders aus. Ist auch gar nicht so schwer, da die Sachen zusammensetzen. Manchmal mache ich ja doch sehr umfangreichere Sachen, aber kann ja auch mal einfach sein. Da überlegen, ob wir das drüber oder drunter machen. Okay, ja, und schon ist eine Weihnachtskarte fertig wieder. Und mal überlegen, ob man noch vielleicht ein bisschen Glitzer drauf macht. Einfach da unten. Da hatte ich gerade noch einen in der Hand. Da. Weggerutscht. Ja. Wenn man da vielleicht noch einen drauf macht. Okay. Tja. Also gar nicht so schwer. Jetzt gehen wir zur Verpackung. Einen Streifen nehmen wir uns dafür komplett. Da habe ich ja 7 cm, sind 28 plus 1 cm zum Kleben. Allerdings wollte ich jetzt nicht die weiße Variante nehmen, sondern mache ich mal eben Platz. Habe mir jetzt da ein rotes Papier ausgesucht. Die Frage ist nur nämlich die Seite. Oder nehmen wir die Seite. Das ist schon relativ unruhig. Und deswegen denke ich, nehmen wir die. Im Endeffekt jetzt schon fast egal, ob ich so oder so mache, aber ich glaube, Streifen. So, wir haben gesagt 7 cm, 4 mal, das sind dann 28 und dann noch 10 cm Höhe. So. Ein Zentimeter zum Ankleben, da innen drin. Genau, das habe ich jetzt da drin angeklebt. Genau. Und die Höhe war ja 9. Also insgesamt 10. So. Also Schnitt. Dann werden wir das gleich falzen alles. Also. Sieben.
14. Achtundzwanzig und dann bei 29 abschneiden. So. Eins brauchen wir noch, und zwar den Zentimeter. Legen wir das an die Seite. Ja. Da war ja noch der Zentimeter. Okay, und hier unten. Okay, jetzt müssen wir uns das einschneiden. Ich mache jetzt ein kleines Dreieck. Dass es dann nicht übersteht irgendwo. Okay. Kommt ja dann nachher so auf unseren Boden. Und ja, machen wir uns auch weg. Ach, da ist ein bisschen schräg. Okay. Wir waren ja mit einem Dreieck versehen. So, das ist was. Man guckt die drittkleinste quasi hier raus. Da gibt es 6 Stück von. Die andere Variante wäre noch, dieses breite Dreieck zu nehmen, aber dann kommt es nicht hoch genug. Dann ist es zu breit in den Seiten. Wir werden auch das nehmen. Und das werde ich jetzt mal aufstanzen. So. Hilfestellung legt ihr euch dann bei den einzelnen Teilen ab. Mehr überlegen, dann ist es ein Abstand von Zentimeter unten. Könnte man ja auch noch auf 1,5 gehen. Dann hat man hier unten 1,5. Oben ist, wäre dann auch 1,5. Wenn ihr den Deckel aber breiter machen wollt, also nicht nur einen Zentimeter, sondern auch 1,5, dann wäre der Abstand von einem Zentimeter unten wahrscheinlich besser. Also da müsst ihr dann selber mal schauen, wie ihr das haben wollt. Und nehmt euch dann, ich werde jetzt die Teile fertig machen, genau. Dann ist hier meine Mitte und machst dann Post-it dran, dass es dann nicht wegrutscht. Und stanzt dann aus. Werde ich dann mal machen. Meine Verpackung hat 2 gegenüberliegende Öffnungen. Ich habe jetzt eine kleine Veränderung. Ich habe jetzt 3 gemacht und ich werde diese gegenüberliegende Seite also geschlossen lassen. Also. Was jetzt noch möglich ist, ihr könnt euch, weil wir ja hier, genau, habe ich ja die Bäume
aufgestempelt. Auf dem roten ist es gar nicht mehr so sichtbar. Was man machen könnte, ist, wir embossen dann was mit Weiß drauf. Und dann nehme ich mir jetzt auch wirklich mal den großen Baum dazu. Tempelset. Mal gucken, mal. Wird vielleicht ein bisschen, genau. Und was wir auch machen können, ist, dass wir uns diese Schneeflocken da drauf in Weiß machen. Warte jetzt trotzdem an der einen Stelle, wo ich das habe, jetzt mal meinen weißen Baum hinsetzen. Samak, ich bin mal gespannt, wie es wird. Und daneben setze ich mir dann auch noch das kleine Häschen. Ich mag das Häschen. Spannend, wie es wird. Ich glaube, ein bisschen, ein paar Schneeflocken mache ich gleich mal daneben. Raus. Block. Da habe ich schon mit Rot gedampelt. Ja. Könnten da ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf machen, wird dann noch voller, je nachdem wie fest man abschlägt, ist er auch wieder weg. So zwischen mal föhnen. Schon, wie er schön weiß wird, an den Spitzen sogar noch intensiver, was jetzt allerdings auch wirklich in der Natur passt, da hängen ja meistens viel mehr. Mehr Schnee dran als innen drin. Also ich finde es ganz schön, da habe ich jetzt hier überall noch ein bisschen Schnee dazu. Weil es ja auch daran festgeklebt hat, aber ich finde, das ist richtig schön geworden. Da mal ein bisschen mehr machen. So, und werde mir jetzt an den anderen, bevor wir natürlich alles, wer es jetzt zusammenkleben müssen, den Rest ja auch noch machen. Und da mache ich das jetzt hier so. Mal die Stellen. Mal gucken, wo sie sind. Genau. Da habe ich leider auch noch ein gemacht. Ne? Überlegen, ob wir da auch noch was hin machen. Ah ja. Oh, ich mag das. Ist zwar verrückt,
Und zwar draußen so heiß ist mit diesem Föhn und alles, aber mal. Ab und zu muss einfach was Verrücktes her. Ja. Okay, was habe ich gesagt? Den Hasen wollte ich noch da hinsetzen. Genau, den machen wir auch da drauf in Weiß. Ich komme kurz zurück. So, den machen wir direkt da drauf. Auch. Ich bin total süß. Ist natürlich auch wieder alles Geschmackssache. Aber irgendwie passt es gut, oder? Ein weißer Hase. In dem Fall ist er ja auch rot. Von innen. So, dann ich das mal an die Seite. Gucken, ob wir das noch brauchen. Aber jetzt werden wir erstmal das Ganze kleben. Und den Boden müssen wir noch vorbereiten. Genau. Den Boden, wie werden wir den machen? Das, was wir denn machen, den machen wir in Weiß, weil es nämlich schön passt dann mit den Blüten. Okay. Ich habe gesagt 7 cm. Wo ist denn mein kleiner Schneider? 7 mal 7 in dem Fall. Da werden wir uns das dann aufkleben. Erstmal das zusammenkleben. Okay. Dann nehme ich jetzt unseren Hamburg-Essigkleber. Kann man das zur Not nochmal verschieben, wenn es schief ist. Aha, Boden nachher auch. Und hält aber auch gut. Okay. Ja. Irgendwie. Ja. Nicht ganz fest. Jetzt ist der andere Stern, der da wohl war, aufgelöst quasi. In viele, viele, viele kleine gelandet. Ja. Irgendwie hatte ich da nicht lange genug drauf gedrückt. Aufgeföhnt. Egal. Ja. Da gibt es in der Natur auch, dass sich die Sterne auflösen. Ne? Die uns dann ihre Sternschuppe liefern. So, jetzt werden wir das Ganze da drauf kleben. Uns da auch Kleber drauf auf die Streife.
Okay. Da noch unten drunter. Also machst jetzt mal alles im Wechsel. Okay. Der Vorteil ist einfach, dass man es dann doch hin und her bewegen kann noch. Von innen. Einfach mit dem Finger entlang. Wäre eine Variante. Oder ihr nehmt euch und geht damit entlang. Unser Teil. Das ist schön mit dem. Und jetzt machen wir uns den Deckel. Und da wäre eine Variante, jetzt müssen wir mal schauen, ich habe hier noch so ein Stückchen, ob das ausreicht. Ich wollte ja die Seiten, also theoretisch habe ich hier 1 cm. Ja, ganz einfach. So, 7x7 haben wir da. Und dann wollen wir 2 Streifen dazu. 1 cm und 0,9. Dann habe ich, wenn ich das mache, 0,9. Dann habe ich jeweils hier und hier 1 mm zusätzlich. Und an der anderen Seite auch. So. 0,9. Möchte ich aber jetzt 1,5 haben. Ja, das ist der Rahmen und da, dann hier 1,5 und 1,4, dann habe ich auch mein Millimeter dabei, ne? Je nachdem wie hoch ihr den Deckel haben wollt. Und ich wollte jetzt mal diese 1,5 machen, mal gucken, wie die Stabilität dann auch von dem Deckel ist. Der ist ja schon doch recht weit. So, wisst ihr, was wir vergessen haben? Ihr ratet es bestimmt. Oh nein, ich wollte das unbedingt im Video nicht vergessen. Ich habe ja noch gar keine Folie dahinter gesetzt. Schaut mal, da ist Folie hinter. Sorry. Ja, das passiert mir irgendwie immer wieder. Was ich das leider dann ein bisschen komplizierter machen muss. Also normalerweise habt ihr es ja vor euch liegen und klebt es schön auf. Dann werden wir das jetzt gleich nochmal da reinfummeln. Ja. Aber ich habe da noch eine Idee dazu. Ach komm, machen wir das mal. Also, Folie haben wir ja immer wieder. Something up verpackt, ist ja alles schön sicher verpackt, dass nichts passiert. So, jetzt habe ich ja mein Dreieck. Dann schneiden wir das jetzt hier mal auf. Und gleich 2 Stück. Und dann nachher noch 1. So. Jetzt legt ihr euch das auf und könnt hier Kleber drumherum machen. Das ist eine Variante. Die werden wohl damit abreißen. Kann aber auch kompliziert werden. Und dann müsst ihr ja, und das würde man ja auch bei dem Papier machen, hier rundrum die Folie dran machen. Jetzt machen wir das mal so. Da unten kommen wir ja schlechter dran und machen hier einmal die Folie direkt mit Kleber. Jetzt schauen wir mal, wie es funktioniert. Ob das gut geht. Und das legen wir dann direkt ein, bevor wir das andere machen. Ja,
liegt eigentlich ganz gut. Ja. Und dann machen wir das andere ab und dann legt es sich ja automatisch dahin. Ja. Also wie gesagt, denkt dran, schön vorher kleben. Also das unten mit dem Kleber direkt an der Folie ist super gut. Ja, das hat, klappt wunderbar. Da passiert nichts. Aber das mit dem anderen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht noch alles verrutscht dann. Und dann nicht mehr gerade sitzt. Ja, das wäre dann auch schade. Also machen wir das jetzt einzeln. Schön an dem Dings entlang, an dem Papier. Also bevor ihr das aufklebt, erst, ihr müsst auch keine Dreiecke schneiden, fällt mir gerade ein. Ihr könnt auch Quadrate nehmen. Das geht auch. Oder einfach ein bisschen größer, das hat er auf der sicheren Seite. Brauchen wir noch einen? Einmal ein Dreieck geschnitten bleibt. Dreieck. Bisschen knapp nach oben. Machen wir es besser mit Hilfe. Ein bisschen steht's über. Man sieht's, ne, wenn man das. Das muss ich gucken, da habe ich den Kleber gleich abgemacht. Die Folie. Ah, deshalb klebt er noch da an. Okay. An der anderen Seite mal nicht sofort und kleben die dann da ein. Habe ich hier noch nicht festgemacht, praktisch. Okay. So. Ja. Mache ich mir mein Leben mal wieder selber schwerer. Ich dachte manchmal sehr elegant mit bin. Ja.
Wir Menschen sind einfach nicht fehlerlos. Ne? Das ist immer wieder. So, vorhin habe ich das abgeschnitten, jetzt schlagen wir uns das hier einfach nach innen rein. Okay, so, Folie Kleb. Also gut, so jetzt aber zu unserem Deckel. So, wenn ich, wie gesagt, die 3 cm haben möchte, 3 und 3 und 7 sind 13 cm. Und da reicht mein Teil dafür auf jeden Fall nicht mehr. Aber was ich jetzt nochmal gucken wollte, wir werden jetzt den Deckel mit diesen Schneeflocken nehmen. Einfach mal umgedreht. Also 13 mal 13 Zentimeter. 7 plus 3 sind 10 plus 9 sind 13. Okay. Jetzt falzen wir das Ganze bei 1,4 rundherum. Und danach die 3 cm. Das. Watch. 2,9. So, damit ich ja den Millimeter da drin habe. So. Also 1,4 und 2,9. Also eigentlich mache ich die rechte Seite ja nach oben. In dem Fall habe ich das jetzt nicht gemacht. So nehme ich mein Heil. Holzbein. Alle wir. Okay. Jetzt werden wir uns das an einer Seite einschneiden und an der anderen Kante, ja, vielleicht so in dem Fall müsste ich es gerade machen, aber nur an diesem Schnipselchen soll das dann weg. Ja, und wir machen nur einen Teil. Ja, die andere Seite genauso. Also das Innen, was ich anschlage, bleibt schön gerade. Und da wird es etwas schräger weggeschnitten. Weil es ist die Lasche, die nachher reingeschlagen wird. Und die kommt weg. So. Das für das Verständnis so und schlag das dann auch da ein, dann ist mein Teil schön fest miteinander verbunden. Okay. Machen wir die andere Seite auf, legt euch das genau gegenüber, dass ihr das nicht falsch nachher habt. So. Warte. Da gleich sofort mit, damit es schief geht. Und da auch noch mal ein bisschen schräg weg. So, haben wir. Das ist auch nicht weggeschnitten.
Bevor wir das Ganze fertig machen, ich habe ja oben auch in meinem Deckel ein Dreieck drin. Das werden wir hier auch machen. Ich muss ja nur gucken, an welcher Stelle. Ich glaube, ich mache das dahin. Dann habe ich da oben diesen wunderschönen Nähflocken. Mein Ausschnitt. Und diesmal machen wir alles, dass es ja nicht schief geht. Alter. Schön rundherum. Kleber. Kann man das auch gleichmäßig gleich drauf machen. So soll es sein. Dann ist es wesentlich entspannter. Dann noch so ein Äpfelchen gehabt, dann setzen wir das da noch hin. Okay. Und die Folie. Da war noch eine. Neben der Folie. Ja, macht das Leben doch etwas leichter, gell? Da habe ich noch was drüber. Wollte nicht an meiner Bruchstelle was haben. Genau, deswegen habe ich das jetzt noch weggeschnitten. Okay. Und jetzt werden wir den Deckel kleben. Das geht ja so nach innen rein, ne? Und die beiden Laschen auch. Da werden wir das mit dem Tombow-Kleber machen. Okay. Und alle Ecken. Drauf gemacht. Schön, dass es da unten reingeht. Und so, jetzt deswegen, wenn es dann ein bisschen zu weit drin ist, könnte es sich noch mal rausholen. Okay, und jetzt haben wir diese Laschen. Ich habe das nicht vorher gemacht, weil dann überall auf den Fingern nachher Kleber ist. Deswegen erst die Ecken machen. Das ist auch ein Erfahrungswert mit meinen anderen Deckeln. So. Jetzt machen wir genau die Stellen, wo die Laschen sind. Da schieben wir das jetzt zuerst runter. So. Das wollt gar nicht, ja. Das so, wenn das so viel ist, da ist es über die Kante. Habe ich wahrscheinlich nicht genug weit genug runtergeschoben. Jetzt guck mal, schneiden wir jetzt ab. Und da ist nicht mit gerechnet, dass es so viel ist. Das jetzt einfach mal gerissen. Will gerade nicht richtig geschnitten werden. Also ruhig ein bisschen mehr wegmachen. Ganz überrascht, dass es so viel ist. Haben wir mal Kleber rein. Jetzt gucken wir mal, ob das auf der anderen Seite auch so extrem ist. Ja, dann geht es auch ein bisschen
Ja, habe es einfach nicht weit genug nach unten gedrückt. Also da sollte schon mal gucken. Schön ist, man sieht ja nicht, was da passiert ist nachher. Dass er einfach aufeinander klebt. Okay. Ja. Okay. Dann ist er auch noch anrein. Kommt der Deckel da drauf. So. Also. Und da werden wir jetzt auch noch einen von diesen Glitzern drauf machen. Deswegen habe ich dir genau das ausgesucht, dass ich das dann auf habe. Einen kleinen in die Ecke. Oh. Es weihnachtet sehr, habe ich hier noch drauf. Könnt ihr euch daran erinnern, wo das her ist? Das ist von meinem Papier auch. Ja, mit diesem Rentier fertig. Fertigem Reh, so muss man es ja sagen. Ob ich dann das da drauf. Das habe ich euch am Anfang ja schon gezeigt. Da vorne. Irgendwo gibt es auch einen Hase. Also mal gucken, wo der hingehüpft ist. Und jetzt machen wir uns jetzt da drauf. Ach. Die Frage ist ja mal, nehme ich das jetzt nach vorne? Seitlich. Ich hab nämlich. Ah, da ist mein Hase. Und ich habe noch was anderes gemacht. Ihr kennt doch das, das schöne Glamourpapier. Das nehmen wir jetzt auch. Und ich habe auch noch ganz in Gold das Papier. Ganz viele. Und da oben können wir mal schauen. Das machen wir vielleicht auch in Weiß da drauf. Aha. Weiß nur noch nicht, wo ich die hinmachen soll. Glamour. Machen wir mal dahin. Ja. Meine Minis. Einmal da und einmal da. Ja. Ich wollte nicht unbedingt, dass es dann von innen, wenn man da reinguckt, mal da dran geht. Mal schön bis nach unten. Aber nicht das Schlimme ist, wenn es drüber schaut. Mir gefällt's. Mach jetzt überall das bringende Reh hin. Und obendrauf machen wir dann das liegende. Und das ist von der anderen Seite. Das habe ich nämlich so nach oben gehabt. So, ausgestellt
weiß nach oben und dann kann ich das drehen. Gut, gell? Also könnt ihr dann das auch umdrehen. Ach. Klebt irgendwie wunderbar am Finger mal wieder. Da drauf. Weihnachten, ja. Mal gucken, wo wir den Haken hinsetzen. Hm? Da. Genau. Dann machen wir uns den Hasen hin. Ja, eigentlich ist es ja schon fast fertig. Dann mal überlegen. Geht auch. Höhen aneinander. Und dann noch da unten dran. So. Hier habe ich irgendwie einen Rest und da werden wir uns das Rehlein draufstempeln. Jetzt einfach Espresso. So, jetzt sind wir dann eigentlich schon fast am Ende, gell? Du kannst jetzt auch überlegen, was du in die Verpackung reintust. Natürlich bietet sich das an, eine schöne Kerze da rein zu tun, Teelicht da rein zu tun, Kerze natürlich auch, aber natürlich nicht zum Anzünden, aber zum Verschenken. Was man Weihnachten ja auch wieder schön findet, ist ein warmes Bad zu nehmen, dass man da ein Badepulver reintut, Badekugel. Ich bin noch nicht so entschieden, aber ich glaube, ich mache es trotzdem davon. Wie finde ich das da weiß? Irgendwas mit weiß besser passt. Wir machen uns das oben drauf.
bisschen auseinander machen. Dann können wir das direkt so schräg über das Fenster kleben. Ja. Irgendwie noch ein bisschen nackt. Das ist noch von meiner anderen Verpackung. Nee, ich lasse es jetzt mal so. Genau. Also, das war's jetzt von meiner Seite dann. Schöne Kärtchen. Also, wo ist denn die andere Karte? Da. Ihr könnt euch bestimmt an diese wunderschöne Verpackung erinnern, die ich ja auch schon auf meinem Blog habe. Und da habe ich eine Kerze drin. Ob ihr euch die Kerze selber fertigt oder ob ihr eine kauft. Das ist also wunderbar da drin verpackt. Ein schönes kleines Geschenk. Für dich als Gastgeberin, wenn du bei mir mit mir zusammen eine Stempelparty machen möchtest, oder ob es einfach auch ein Geschenk für deine Freundin ist. Okay. Ja, hier wart ihr also bei Simon Stempel mit ihr und wünsche euch noch ein wunderschönes Sonntag. Bye, bye.